Der Berliner Ernährungsberater Dr. Jürgen Siebenhünen weiß, dass bei radikalen Diäten oft Muskeln und Wasser schwinden statt Fett. Er vermisst Nadja und Maria Mahr deshalb mit Hilfe von elektrischem Strom. So erhält er den Fettanteil im Körper. Der sollte bei jüngeren Frauen unter 25% liegen. In Nadjas Alter wäre alles bis 29 okay. Die Ergebnisse liegen vor. Folgendermaßen sieht es aus. Nadja und Maria Mahr haben beide klar Übergewicht. Etwa ein Drittel ihres Körpers besteht aus Fett. Nadja trägt über 25 Kilo am Körper. Mehr als 27 sind es bei Maria Mahr. Das soll sich jetzt ändern. Maria Mahr wird eine Crash-Diät aus dem Internet probieren. Sie verspricht schlank sein in 3 Wochen durch das Essen und Weglassen von ganz bestimmten Lebensmitteln. Für 69 Euro erhält Maria Mahr Ernährungsplan, Workouts und Rezepte. Nadjas Diät ist dagegen kostenlos. Das Prinzip, man darf alles essen, aber nur 8 Stunden am Tag. Die anderen 16 Stunden gibt es gar nichts. Intervallfasten nennt sich das Prinzip. Beide Frauen führen Videotagebuch. Heute ist Tag 1 von meiner Diät. Ich werde mir einen Thunfischsalat machen. Ich bin gespannt, ob ich abends Heißhunger bekomme. Wer wird mehr Gewicht verlieren? Nadja, die nur zu bestimmten Zeiten isst? Oder Maria Mahr, die nur bestimmte Lebensmittel isst? Maria Mahr hatte sich auf Blaubeerwaffeln gefreut. Doch die sind erstmal gestrichen. Denn zunächst verlangt das Diätprogramm Ankurbeln der Fettverbrennung. Dabei sind nur bestimmte Lebensmittel erlaubt. In der ersten Woche vor allem Gemüse. In der zweiten Woche ist Fettes angesagt. Brot und Süßes sind komplett tabu. Ich werde mir gleich einen Avocadosalat machen. Dann werde ich ganz viel Nüsse essen. Wenn der große Hunger über mich kommt, dann versuche ich, wie zum Beispiel Eiweißriegel oder ein paar Cashewkerne oder Walnüsse. 1 Kilo Nüsse hat bis zu 6000 Kalorien. Kann man von so einer Bombe wirklich abnehmen? Dr. Siebenhünen glaubt nicht an diese Methode. Er sieht lediglich einen positiven Nebeneffekt bei Maria Mahr. Es wird viel aufmerksamer eingekauft. Man isst bewusster und letzten Endes auch weniger. Und das ist der Effekt. Stimmt. So viel frisches Gemüse hatte Maria Mahr noch nie im Haus. Vor dem Programm habe ich auf jeden Fall nur wirklich reines Fastfood nur gegessen. Bei Nadja gibt es heute ein Nudelgericht mit Hackfleisch. Eher eine Kalorienbombe als ein Diätgericht. Aber die Intervallfasterin ist überzeugt, nur so kommt sie durch den Tag. Danach darf ich 16 Stunden nicht essen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig für mich. Wenn Sie dann 8 Stunden Zeit zum Essen haben, ist natürlich die Gefahr, dass Sie dann so gehaltvolle Dinge essen, die Sie in den folgenden 16 Stunden gar nicht mehr wegverbrauchen können durch Nichtessen. Die Gefahr ist relativ groß. Und Nadja haut in den erlaubten Stunden ordentlich rein. Satte 800 Kalorien hat so eine Portion. Und auch Hähnchen, Senfeier und Co. sind üppig. Nadja hat immer im Kopf, nach 8 Stunden Essen muss sie 16 Stunden fasten. Ich kann nichts mehr essen. Hilfe. Maria Mahr ist in der 3. Woche ihrer Crash-Diät. Die Aufgabe jetzt, extremes Kaloriensparen. Dazu muss sie erstmal ausrechnen, wie viel Kalorien ihr Körper im Ruhezustand verbraucht. Dafür gibt es eine Formel aus Gewicht, Alter und Körpergröße. Also das ist mein Grundumsatz. 1416 Kalorien. Diesen Wert muss sie jetzt noch um 30% unterbieten. Heißt, weniger als 1000 Kalorien pro Tag. Dafür bietet das Programm gleich ein ganzes Buch voll Rezepte. Wie diese Thunfischpizza ohne Mehl und Öl. Hat nur 250 Kalorien und füllt den Magen. Normale Pizzen dieser Größe bringen es auf das Dreifache. Also die Pizza ist richtig lecker, muss ich sagen. Der Boden schmeckt rein nur nach Thunfisch. Aber es ist trotzdem so, als würde es ein Teig sein. Intervallfasterin Nadja hat einen Trick gefunden, um durchzuhalten. Ausschlafen. So fängt sie später mit Essen an und darf auch später aufhören. Doch dann wechselt die Kassiererin in die Frühschicht und muss schon um 8:30 im Geschäft sein. Gar nicht gut. Heute hatte ich Frühdienst, jetzt muss ich den Rhythmus erstmal wieder reinkriegen. Ich bin so knapp jetzt in der Zeit, ich muss jetzt ganz schnell essen. Ich hatte Hunger, ich war nicht standhaft. Und habe heute mein Restessen vermampft. Eine menschliche Sache. Der Magen braucht dann Füllung und der braucht Dehnung. Nur Magendehnung macht uns satt.
Die Stunde der Wahrheit. Wer hat in 3 Wochen mehr abgenommen? Nadja mit ihrem Intervallfasten oder Maria Mahr mit ihrer Crash-Diät? Abnehmcoach Siebenhünen misst erneut Gewicht und Fettanteil. Die Tests sind gemacht und ausgewertet und es gibt einen klaren Testsieger sozusagen. Das ist Maria Mahr. Wow. Maria Mahr hat ihr Ziel von 3 bis 5 Kilo zwar nicht ganz geschafft, aber 2,5 liegen nur knapp darunter. Und was noch wichtiger ist, davon sind 2,4 Kilo reines Fett. Nadja dahinter, 1,1 Kilo weniger. Nadja hat ihren 5-Kilo-Traum klar verfehlt. Aber sie hat trotz üppiger Mahlzeiten 1 Kilo Fett verloren. Das ist viel. 1 Kilo reines Körperfett besteht aus etwa 7000 Kalorien. Die Crash-Diät hat also gewonnen, mit 2,5 Kilo Gewichtsverlust. Aber auch Intervallfasten war kein Reinfall. Besonders wenn man bedenkt, dass Nadja ordentlich reingehauen hat. Dennoch. Ich finde, zusammenfassend kann man sagen, dass es sicher einen größeren Effekt gebracht hat, gewisse Dinge nicht mehr zu essen. Zu den verschiedenen Zeiten zu essen, das ist wissenschaftlich nicht vollkommen gesichert bisher, ob das wirklich etwas bringt. Was aber etwas bringt, auch nach dem Ende der Diät, weiter gesund zu essen, das bremst den Jojo-Effekt.